Herzlich willkommen bei NackmoTV. Wie ihr vielleicht schon seht an dem kleinen fetten Ding da, spielen wir heute wieder Portal 2. Hey. Das letzte Mal haben wir aufgehört bei Kapitel 3, Mission 5 von 8. Genau, so war das. So. 5 von 8. So, begeben wir uns mal dorthin. Ja, der kleine Topper. Ganz schlimme Sache. Ich weiß auch nicht. Er wollte ja zuerst dahin rennen, aber er wollte euch dann dadurch die Grüßungsrede von Gladys vorenthalten. Ja, so ist na, er das, halt. Das hat Bala mal wieder falsch verstanden. Weil ich habe jetzt keine Begrüßungsrede mehr. Die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Hirnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante, tödliche Schmiere. Ha! Ja, Bala, ich meinte aber nicht hier, sondern da draußen. Wo wir aufgehört haben. Was heißt da draußen? Na, wo du gerade das ausgewählt hast. Ach, jetzt will er sich wieder rausreden. Kriegt das mit? Bekommen es alle mit, wie er sich wieder rauswinden will? Was zum Henker? Ha. Du musst das Ding da oben hinmachen. Wie soll ich das? Du hast es doch gerade hingemacht. Ja, wenn du springst, musst du es hinmachen. Da hinten in unterhalb von dir. Kannst du nur du im Moment. Genau, jetzt geht's hier hinter auf die andere Seite und mach das gleiche für mich. Mach das Ding weg. Jetzt fang auch noch so an. Ich das jetzt da. Ja, du bist gut. Und rein. Wo bist du denn? Ja, hier geht's runter. Du Idiot. Du musst da hinten hin das Ding machen, wenn du mich oben siehst. Wie war nochmal Partner View? Tack. Genau. Ha! Siehste? Wie hast du es denn da runter geschafft? Du hast gesagt, ich soll das wegmachen. Ja, aber ich hab gedacht, ich höre mal auf dich. Ich habe nicht gesagt, bring ihn in den sicheren Tod. Bin ich ja nicht. Kannst du da unten irgendwo ein Portal machen? Warte mal. Mach mal dein Portal dahin. Ja, das war leider das Falsche. Geh mal da runter, da wo du gerade bist, da auf dem Vorsprung. Ja. Also jetzt willst du wieder so hochspringen. Das hat's ja gebracht. Dann nehmen wir mal das. Ja, du bist ein Idiot. Ach man, Topfer. Du hast auch nicht mitgedacht. Also. Doch, ich war gerade dabei, es zu regeln. Du hättest. Da musst du mit mir reden. Du hättest mit mir reden sollen. Du hättest doch. Du machst es jetzt. Hier, komm, an die Decke und da auf den Boden. Mann, einmal mit Profis arbeiten. Einmal nur. Ich mach nur, was du sagst. Also bist ja, du machst überhaupt nicht, was ich sage. Habe ich gesagt, du sollst deine Portaldinger kaputt machen? Soll das eine jetzt daher? Nein, habe ich gar nicht. Da drauf. Fängt das schon wieder an. Das war das Falsche. Was weiß ich, was du hier für ein Quatsch veranstaltest. Ja, wie sind wir denn gerade hochgekommen? Du gehst mir jetzt schon wieder auf den Keks. Ja, natürlich anstellst du so eine Mimose. Das war wieder das Falsche. Ja. Was willst du jetzt? Du nervst. Ich will das hoch, wo wir gerade eben hingegangen sind. Wie können wir denn da hochgekommen? Ich höre nur auf dich. Dahin will ich. Wie sind wir da hingekommen? Dann geh doch dahin. Kann ich nicht, wenn du das Portal nicht richtig setzt.
Wir sind da hingekommen, indem ich da oben hochgegangen bin. Wo komme ich denn jetzt raus? Will ich doch gar nicht. Ich will dahin. Au. So, spring. Du musst so wieder hier hoch zu mir. Du gehst mir jetzt schon wieder auf den Keks. Ich war hier oben. Ich habe Portale gemacht. Du Idiot! Du! Ja, du ich machst hier lauter. Hab's doch schon gemacht gehabt, du Dösbatte, du Elendiger! Das war doch schon alles fertig. Ich war sogar schon oben und hab's hingesetzt. Du solltest hochkommen zu mir! Mann! Hellblaues Pokal! Dunkelblaues Portal! Und Finger weg von der Portalkanone! Ist immer noch lila. So. Jetzt du auf Sprungfeder! Sag mir, wenn du oben bist. Oben. Wofür benutze ich von eigentlich diese tolle Cam? Stehen bleiben! Mann! Leute! Wenn man auf dich hört! Ja, du hast ja nicht gehört! Du machst eigenmächtige Portale irgendwo hin, wenn du hören würdest! Ich höre einfach nicht mehr auf dich. Mann! Siehst du, jetzt fängst du schon wieder an. Womit? Mit irgendwas? Nur der Frust von dir. So. Cool. Aber da wollen wir nicht hin. Nee. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir wollen. Nee, pass auf. Wir wollen da oben hin, ne? Ja, wir wollen dort unten durch die Sprungfeder und sozusagen hier rauskommen. So, das heißt, wir müssen jetzt einen Weg finden. Genau. Schau mal da unten. Da kannst du uns die Brücke hinsetzen. So, und dann können wir nämlich hier durchspringen. Aber es ist noch nicht fertig, wir müssen noch so eine Stufe machen. Wollte ich gerade sagen, das geht ja nicht, weil... Du musst mir jetzt nochmal eine Brücke setzen, dass ich wieder rüberkomme. Zu mir hier rüber, oder was? Ja, ich muss wieder rüber zu dir. Ja, aber wie soll das denn gehen? Ich kann ja jetzt nur da eine Brücke hier setzen. Ja, genau, und dann gehe ich durchs Portal, dann lande ich in der Mitte, in der festen Brücke. Und dann kannst du mir ein neues setzen. Oh, okay. Wie willst du da jetzt hin? Achso. Bin noch nicht im Portal-Modus. Mhm. So, jetzt kannst du durch. Wo kann ich durch? Dann kannst du eben nicht durch, weil du zuerst gehen müssen. Warum bist du nicht zuerst gegangen? Immer dasselbe mit dir, hey. Ja, komm, nochmal. Eins, zwei, dann gehe ich da hoch. So, dann setze ich da mein Portal. Die Brücke steht ja noch, genau. So, eins, zwei. Dann komme ich hier rüber. Siehst aus wie ein Ping-Pong-Ball. Eins. So, jetzt muss ich mir wieder das Ding setzen. Genau. Lauf, hässliches Ding, lauf! Mhm. So, und ab dafür. Hier. Damit alles noch aufregender wird, bat ich die Remontageeinheit, euch nicht neu zu montieren. Sie lehnte ab. Verständlich. Das wäre, als würde man mich bitten, mit den Testen aufzuhören. Aha. Ja. Aufregend gewesen. Mag das Ding nicht. Ich mag dich nicht. Ja, dich mag keiner. Leute, wenn ich jemals keine Videos mehr machen werde und sie werden euch irgendwelche fadenscheinige Gründe dafür liefern. Die Wahrheit ist, ich hatte einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag und er ist schuld. Nein, das bist du. Das ist auch gleich ein Hinweis für zukünftige Ermittler, die mich tot in meinem Zimmer finden.
Dann war's das auch, du. Lasst uns jetzt das Brückenbauen üben. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse, vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Ach, Bala war schon mal hier drin. So, du bist ja so neu, mein Klug. Also dann löst das Level hier mal. Ich soll das Level lösen. Ja, du löst jetzt das Level. Ich hab uns eingesperrt. Wunderbar. Das kann er doch gut, oder Leute? Ja. Ja. Perfekt gelöst. Mit Menschen wäre das ein erfolgreicher Test gewesen. Ja, wir schauen mal zu, wie er sich so hält. Da bist du schon mal abgeschnitten. Ja. Kommen wir da nicht durch, ne? Hast du gut gemacht. Hast du wirklich wunderbar hingekriegt. Warum musst du dann immer sofort anfangen? Ja, lass mich doch einfach mal. So. Geh mal kacken gehen? Nett die Kirche, oder? Kirchen? Falsches Portal. Mal wieder. Ist ja nichts Neues. Du willst mal so sagen, du hast es hinten jetzt auch noch geschafft, nochmal das falsche Portal zu setzen, richtig? Nein. Ich habe das hier rübergebracht, nur wie ich die von der linken Seite kaputt machen soll. Ne? Ja, siehst du. Darum spielen wir ja auch zu. Zweit. Ach, inzwischen ignoriere ich dich. Du bist gar nicht da. Schön, wenn ich das mit dir machen könnte. Ja. Oh ey, Topper baut Brücken. So viel zu Topfer und Brücken. Ja, aber wo setzen wir das jetzt hin? Die schießen uns sowieso ab. Naja, hey. mein lieber Topfer, wie wär's denn so? Ja, und wie willst du da jetzt rüber? Kacknub? Du kannst uns die normale Brücke machen. So viel zu dem Thema, wer hier der Kacknub ist. Da ist aber an den Schalter, an den wir jetzt nicht rankommen. Ja, den drückst du. Nein. Oh doch. Ich geh hier hinten hin. Den Schalter drückst du. Ich soll immer die gefährlichen Sachen machen. Ja, ich weiß auch warum. Warte mal. Guck mal hier oben, ob du da mal ein Portal setzen kannst. Bist du sicher? Sonst ja. Töte ich dich. Nee, ich bin sicher. Nein, kann ich nicht. Ja, irgendwo hier muss was sein, wo man noch setzen kann. Mach können. Dein Portal einfach weg. Dann sterbe ich halt eben einmal. Er schafft's. Ich tue ihn extra mal nicht töten und er schafft's natürlich dann praktisch sich selber zu töten. Auch diesen Test hatte vor euch noch niemand bewältigt. Oh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat. Jetzt ist er nutzlos. So. Wieder eine abgeschossen. Bala, das Spiel geht nicht so lange. Höchstens noch 2-4 Stunden, irgendwie sowas. Bala, du hältst das durch. Ganz ruhig bleiben. Das macht er alles nur, weil er weiß, wie es geht. Ich mach das alles nur, weil du nicht zuhören kannst. Und die Griffe nicht vom Abzug lassen kannst. Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Mit dem Nicht-Zuhören hat sich so eingebürgert nach den ganzen Jahren mit dir.
Ich habe ein Portal gemacht. Schön. Ist der. Aha. Der zielt doch auf dich. Ich sehe hinter der zugesicherten Scheibe Glas. So, und jetzt? Du Idiot! Noch einfacher. Langweilig ist das langsam, Bala. Warum? Das macht Spaß. Ach, und bei dir macht er das dann nicht. So langsam. Ich schätze mal, wir müssen irgendwo da oben hin. Ja, aber wir müssen ja irgendwie da vorne. Ja, hier, schau mal da oben, da ist so ein Ding. Da ist so ein Ding, ja, so ein Ding. Ja, ja, du musst uns. Genau, du kannst uns erstmal dort hochbringen. Du kannst da an der Wand, glaube ich, auch machen. Aber ja. nicht direkt hochgehen, wir müssen zusammen hoch, weil ich da muss das Schild da nach oben versetzen. Also, bereit machen. Ist das so eine Platte? Spring vor mir, pass auf, dass du nicht gleich drauf landest, ja? Also, und Hello. Los. Was? Was habe ich zu ihm gesagt? Achte darauf, dass du nicht gleich da drauf landest. Hat übrigens noch andere Montageaufgaben. Ja, egal. Das sollten wir doch jetzt mal hier so ratzfatz. Zack. Ja, du musst jetzt nur rausfinden, wo du uns rausschleuderst. Weißt, wo ich uns rausschleuder. Nur, geh weg da. Ja, toll. Und wohin? Du kannst durch die Dinger durchschießen, im Übrigen. Hat's geklappt? Ja. Ich hab das Ding sogar weggenommen. Gut. Er war's! Er hat den anderen kaputt gemacht! Sieht aus wie eine Funktionsstörung. Er war's! Nicht ich! Die schießen auf dich. Ja, wofür rote Knopf? Ja, da. Ich kann ein Portal hinsetzen. So, gefällt da wollen nicht. Wir. Nee, da wollen wir hin. Da, musst da willst sein. Du hin? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir noch nicht so. 100% sicher bin ich mir noch nicht, weil da hinten auch so ein Ding ist mit einer Zielscheibe drauf, ne? Da ist auch aber auch ein Knopf. Guck mal da oben. Ja, ja, da ist so ein Sprungding. Aber da drüber ist irgendwas. Da kann ich aber so nicht hin. Ja, das ist da. Ah, ich verstehe schon. Du hast den Knopf. Wenn du den Knopf drückst, dann geht das Ding da auf. Und hier irgendwo ist noch einer, dann da drüben. Und wenn wir den drücken, fällt hier eine Kugel runter, wird von der Sprungfeder hier durch das Loch geschossen und prallt da hinten auf die Wand. Ja. Also sprich, das Ganze ist jetzt dafür gedacht, dass wir die Kugel in die Pfoten kriegen. Wir werden alle sterben. Ja, also du musst jetzt da durch. Du musst jetzt da drüber. Ja, du musst mich erst hierher lassen. So, jetzt machst du dein Portal. Und gehst drüber. Ja. Da kommt aber alles Mögliche. Ja, du musst dein Portal wechseln. Du musst jetzt dort in das Portal machen. Und dort, wo wir die Kugel hinhaben wollen, das zweite. Ja, wo wollen wir sie aber hinhaben? Ja, wahrscheinlich irgendwo hinten beim Ausgang. Da muss irgendwo das Ding stehen, wo es eingelagert werden muss. Ha! So, dann mach mal. Das ist so was? Baseballspiel. Ist es drüben? Nein, warum kann ich nicht dir durchschießen? We have a problem. Warum? Kannst du von da, wo du bist, da oben ein Portal hinsetzen? Ja. Naja, okay, das geht bei dir ja nicht. Dann bist du tot. Ja. Weil wenn da ein Portal ist, dann werden die beiden auch weggenatzt. Du kannst es doch hinmachen. Aber wie? Da kann ich nicht hinschießen.
wieder da. Testen wir weiter. Jetzt solltest du vielleicht, wenn du da vorne rauskommst, bei der Scheibe, einfach da ein Portal hinsetzen und da. Deins ist im Weg. Nein, dein Portal da oben ist im Weg. Ach so, ja, sag das doch. Hab ich ja. Das ist zu niedrig. Noch ein Stück höher irgendwie. Geht aber gar nicht höher. Warum kann ich das da hinten nicht höher setzen? Keine Ahnung. Aber eigentlich sollte das doch jetzt so schon passen. Mach ich dir. Den habe ich noch da. Ja. Wie kriegen wir dich jetzt hier rüber? Ja, du musst mir hier das Portal hinsetzen. Ja, das kann ich, aber ich kann es hier nirgendwo hin platzieren, weil wenn du da runter gehst, ist ja. Pass mal auf. Mach dein zweites Portal da oben hin. Lass die Sachen zu mir rüberschießen. Ich brauche den Würfel hier drüben. So, genau. Put. So. Fertig. Haben wir es ja schon. Glückwunsch. Hätte ich diese Tests reparieren können, wärt ihr mit Sicherheit gescheitert. Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Tests. Danke, danke, Gladys. GLaDOS. Gladys. Nicht mal das Wort kann er richtig lesen. Lass Gladys und mich in Ruhe. Oh, eine Beziehung mit einem Computer. Das steht dir. So sieht's aus. So, Brücken gebaut. Über 7 Brücken musst du gehen oder wie auch immer. Ich gehe auch gleich über 7 Brücken. Ihr werdet euch wohl erneut außerhalb der offiziellen Strecken bewähren müssen. Die Menschen haben vergessen, eine Sicherheits-DVD einzulegen. Ich bin sicher, das war ein Versehen. Vielleicht legt ihr sie wieder ein. Zur Sicherheit. Die immer mit ihren DVDs, oder? Ach nö. Nicht schon wieder Laser hier. Viel schlimmer. Nee, den Laser müssen wir der Kugel unterbrechen. Da war gerade was. Kommt nur nicht durch. Du musst mal. Ich weiß schon, du musst die Portale setzen. Du setzt es unten hin und hier oben hin. Und jetzt schaust du durch, wenn du den Knopf nochmal gedrückt hast. Oder was auch immer du gemacht hast. Das kommt von selber. Jetzt nimmst du es, genau. Hör auf. Klopf, klopf. Immer diese scheiß Teamwork-Passagen. Ja genau, dieser Idiot, der mit mir hier rumläuft. Tja, ich hab den ersten Ball geholt, der zweite gehört dir. Du spielst auch gerne mit Bällen. Nur weil du gerne an deinen Bällen lutscht.
lässt einen auch gar nicht mal gucken. Hauptsache schnell, schnell. Ja, du musst da drüber jetzt. Da ein Portal setzen und jetzt irgendwo, wo du das fangen kannst. Kannst du da hineinsetzen? Aha. Dahin? Nö. Davor? Aber da, rein, da raus. Ja, da kommt's raus. Aber es fliegt leider hier hinten hin, also. Vielleicht muss da auch meins killen, nachdem der Ball abgeprallt ist, dass es hier wieder runterkommt und ich ihn fange. Bei dir, da gibt's auch noch so ein Teil, wo es rein könnte. Kill mal mein Portal, wenn der Ball abgeprallt ist. Setz das falsche Moment. Du hast das falsche hingesetzt, du Held. Du hast eben keine Kontrolle über deine zwei Maustasten. Ich drauf achte, was du hier von mir willst. Wieder es. Ne, diesmal war es das Richtige. Ja, 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 wir haben ihn. Nicht ganz wie geplant, aber. Nicht so gedacht, aber. Ja, aber hat funktioniert. Ich will aber keine DVDs einlegen. Du brauchst doch immer diese blöde Anzeige, ne? Ja. Viele Elemente nutzen so wenig wie möglich mit dir reden. Hast du aber das Problem, dass ich da nicht drauf achte? Da steht eine 2. Ja. Hier ist die 1. Ja. Ja. Da musst du ein zweites hinsetzen. Aha, damit du rumspielen kannst. Wo sollen wir überhaupt hin? Wir müssen da hoch irgendwie und dann muss man da die Brücke setzen. Ach, guck mal da, hier. Quatsch. Und tschüss, ich gehe ja. Was hast du jetzt gemacht? Ha! Ich weiß zwar nicht, was ich hier will, aber. Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann ja wieder zurückkommen. Nee, nee, wir müssen dort hoch. Das Problem ist nur, den Speed zu kriegen, dort hochzukommen. Woher nehmen? Denn mal, da fängt die Brücke an. Hä, wo hast du die Brücke hergeholt? Verzeiht ihm, er hat's nicht so mit der logischen Aneinanderfolgung von Eigenschaften. Gucke ganz einfach nicht, was du machst. Ja. Pech gehabt. Schade. Nee, nee, wir müssen da irgendwie. Sie ist aber nichts. Ja, ja. Setz da jetzt zwei Portale da nochmal hin. Und was bringt dir das? Oder willst du das andere hin? Mach mal, da vorne. Wie willst du da Schwung holen? Du bist ein Horst. Gib mich höher? Nein. Es kommt mir schneller vor. Hm.
Ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie wir dann darüber kommen. Na, wenn du nämlich jetzt dein Portal wegmachst, dann falle ich tief. In Mainz. Wo denn? Dann. Ah! Aber wie kriegen wir dich dann darüber? Ja. Jetzt mach mal dein Portal weg. Du sollst das wegmachen. Ja, ich arbeite dran. Ja, das ist ein bisschen zu viel Speed. Bisschen zu viel Speed. Die Brücke, dann könntest du dich darüber schießen, aber da das zu viel Speed ist, passt das nicht. Weil wir gleichzeitig müssen. Wir müssen uns in der Mitte treffen. Eins und zwei. Aber wie machst du das mit deinem... Naja, das ist hier die Frage. Tja, muss halt schnell sein, ne? Dein steht ja schon. Warte mal. Wir müssen beide schnell sein. Warum? Naja, wenn ich jetzt da bei dir ein Portal hinschieße und wir, wenn du dann hier eins hinmachst, also ach. Ich kann auch meins selber hinschießen. Du müsstest dann aber noch eins unter dich schießen. Muss ich so oder so. Ja, wenn du meinst, du bist dann schneller, dann. Fuchtle doch nicht so herrenlos herum. Warum umarme ich diesen Typen schon wieder? Ich kann meine zwei Maustasten auseinanderhalten. Du bist hier der langsamste von uns allen. Mhm. Ja, such die DVD. Such. Sehe ich aus wie dein Hund? Such. So ist er fein. Ja, ganzen feiner. Ja, du bist ein ganzen Braver. In Kürze wird das Wort bla fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitscode lautet 5 33 41 18. Bla höre ich immer, wenn Bala den Mund aufmacht. Ich höre es immer, wenn Topa nur anfängt zu denken. Habe ich nicht gesagt, du sollst aus meinem Kopf gehen? Bin ich aber nicht. Arschgestell da. Du dir die Füße noch nicht abgebrochen hast. Na, jetzt fängt der schon wieder an. La, 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 der Topper. Das gibt irgendwann nochmal Ärger mit der GEMA. Ja, ja. Die haben mich nicht unter Vertrag. Willkommen im Trainings- und Forschungszentrum für menschliche Testobjekte. Sie haben alle verfügbaren Teststrecken freigeschaltet. Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, das war wieder die nervenaufreibende, Topfer-hassende Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns doch einen kleinen Comment, liked uns, hatet uns. Macht Bala fertig, macht ihn fertig. Wenn ihr des Öfteren bei uns seid, dann abonniert uns doch bitte, dass wir auch sehen, dass unsere Arbeit von so und so vielen Leuten regelmäßig bewundert wird. Bis dahin, Servus. Und tschüss.